Hallo und herzlich willkommen zur Open GeoEDU Vorlesung Fernerkundung und Kopernikus. Nach einer kleinen Einführung werden wir beispielhaft sehen, wozu offene Satelliten und Geodaten verwendet werden können und welche Daten wir im Bereich dieser Einheit behandeln werden. Immer mehr öffentliche und private Akteure öffnen ihre Datenzugänge und machen räumliche Daten für jedermann frei verfügbar. Dazu gehören etwa die Öffnung der Datenarchive einiger Bundesländer, aber auch Datenportale wie GovData, geoportal.de und das Geodatenzentrum des Bundesamtes für Kartografie und Geodäsie. Daneben bieten auch Unternehmen wie die Deutsche Bahn oder Open-Source-Dienste wie OpenStreetMap offene Daten an. Der Zugang zu offenen Geodaten schließt vermehrt auch Fernerkundungsdaten ein, wie etwa Satellitenbilder von Landsat, RapidEye und der Sentinels der europäischen Erdbeobachtungsprogramme Copernicus. Darauf werden wir im Rahmen der Vorlesung noch näher eingehen. Wir sind an Informationen interessiert, die unsere Umgebung und Umwelt räumlich beschreiben. Heutzutage wollen wir mehr denn je wissen, wo ist etwas und wie ist etwas. Dabei hilft uns die Fernerkundung. Das heißt, das Betrachten von Objekten bzw. der Erdoberfläche aus der Distanz. Mithilfe von Satelliten, Flugzeugen oder aber auch Drohnen sind wir heute in der Lage, genau diese Informationen zu bekommen. Etwa zur räumlichen Ausdehnung, dem Aussehen sowie der Veränderung von Objekten und Landschaften über die Zeit. Eine der wichtigsten Landbedeckungsformen der Erde ist der Wald. Rund ein Drittel der Erdoberfläche ist mit Wald bedeckt. Das entspricht auch in etwa dem Wert für die Waldfläche Deutschlands. Wälder übernehmen wichtige Funktionen der Nachhaltigkeit. Ökologie, Ökonomie und Soziales bilden die drei Säulen der Nachhaltigkeit. So beherbergt das komplexe Ökosystem Wald eine Vielzahl an Pflanzen und Tieren. Als Sauerstoffproduzent und Kohlenstoffspeicher spielen Wälder zudem eine große Rolle im globalen Klimahaushalt. Daneben sind Wälder wichtig für die Wirtschaft. Sie bieten direkt und indirekt Arbeitsplätze. Dies macht sich zum Beispiel durch den stetig wachsenden Online- und Versandhandel bemerkbar, der einen erhöhten Bedarf an Kartons hat. Die gesellschaftlichen Funktionen sind schließlich ebenso wichtig, wenn nicht am wichtigsten. So sind Wälder positiv für die Gemeinschaft. Sie dienen der Naherholung wie Wandern und Radfahren, in vielen Teilen der Welt aber auch zur Jagd und zum Sammeln von Pilzen, Beeren und täglichem Feuerholz. Durch seine Bedeutung ist es wichtig, genaue Informationen über den Wald zu erhalten. Der Nachhaltigkeitsgedanke ist in vielerlei Hinsicht die Basis für Umwelt- und Naturschutzabkommen, in denen es auch um den Halt der Wälder geht. Das Kernstück der im Jahr 2015 verabschiedeten Agenda 2030 bilden die 17 Nachhaltigkeitsziele, die UN Sustainable Development Goals. Diese SDGs, kurz genannt, stehen im Einklang der UN-Konvention über die biologische Vielfalt zur Erreichung der Biodiversitätsziele und sind als Nachfolge der Millennium Goals vereinbart worden. Die SDGs bringen erstmals alle drei Dimensionen der Nachhaltigkeit zusammen. Das Ziel 15 richtet sich auf das Leben an Land und beinhaltet unter anderem die Waldflächen. Einige der SDGs können mit Fernerkundungsmethoden unterstützend ermittelt bzw. abgeleitet werden. Grundsätzlich lassen sich Fernerkundungssensoren in zwei Gruppen einteilen. Die aktiven Sensoren sind auf der einen Seite. Dazu zählen Laser- und Radarsysteme, die ihre eigenen elektromagnetischen Strahlung aussenden und von der Erdoberfläche reflektiert wieder aufnehmen. Die passiven Sensoren haben dagegen keine eigene Energiequelle, sondern nutzen die reflektierte Sonnenstrahlung oder emittierte Wärmestrahlung aus. Beispiele für je einen aktiven und passiven Sensor sind Sentinel-1, aktiv und Sentinel-2 passiv aus dem Copernicus-Programm, auf das wir gleich noch zu sprechen kommen. Betrachtet man das elektromagnetische Spektrum, in dem die Sensoren von Satelliten arbeiten, wird deutlich, dass je nach Intention bestimmte Wellenlängenbereiche abgedeckt werden.
Das für uns sichtbare Licht nimmt nur einen sehr kleinen Teil an, zwischen ca. 0,4 und 0,7 μm. Kurzwellige und langwellige Strahlung können wir nur mit Hilfe von speziellen Kameras und Sensoren wahrnehmen. So wird quasi sichtbar gemacht, was für uns Menschen unsichtbar ist. Entscheidend für die Funktionsweise von Satelliten ist die atmosphärische Durchlässigkeit bzw. die atmosphärischen Fenster. Die Erdatmosphäre blockiert einen Großteil der Sonnenstrahlung und lässt nur bestimmte Strahlung ungehindert bzw. abgeschwächt durch. Die Prozesse von Absorption und Streuung sind dabei wellenlängenabhängig. Relativ unabhängig von der Atmosphäre sind dagegen Radarsensoren. Sie erlauben jederzeit Aufnahmen, auch durch die Wolkendecke hindurch. Im Laufe der Zeit wurden immer mehr Satelliten und leistungsstärkere Kameras und Sensoren entwickelt. Dies spiegelt sich vor allem in den unterschiedlichen Arten der Auflösungen wider. Die räumliche Auflösung beschreibt die Fähigkeit des Sensors oder Bildes, Objekte voneinander unterscheiden zu können. Meist wird sie mit der Pixelgröße gleichgesetzt. Die räumlichen Auflösungen von Satelliten unterscheiden sich stark. So reichen sie von 900 Meter, das ist die Auflösung von Meteosat, über 250 bis 500 Meter, das ist der Satellit MODIS, und 10 bis 60 Meter, hierfür wären Beispiele Sentinel-2 und Landsat, bis hin zu 30 cm, das ist WorldView als Satellit. Der Pixelabstand am Boden wird auch als Ground Sample Distance bezeichnet. Beträgt diese Ground Sample Distance eines Bildes 10 Meter, bedeutet es aber nicht, dass auch nur Objekte erkennbar sind, die mindestens 10 Meter groß sind. Entscheidend ist dabei auch der Kontrast, angegeben durch die radiometrische Auflösung. So kann etwa eine dunkle Straße in einer hellen Umgebung auch dann im Bild zu sehen sein, wenn sie schmaler als ein Pixel ist. Die spektrale Auflösung beschreibt die Abdeckung des elektromagnetischen Spektrums. Auch hier gibt es große Unterschiede zwischen den Satellitensystemen. Waren die ersten Aufnahmen noch monochrom, schwarz-weiß, kamen mit der Zeit Farb- und Infrarotaufnahmen hinzu. Passive optische Systeme bilden einen spektralen Bereich von kurzwelliger, ultravioletter bis hin zur langwelligen Thermalstrahlung ab. Dabei stieg die Anzahl der einzelnen Kanäle von 3 bis 12 bis hin zu mehreren hundert bei hyperspektralen Sensoren. Die zeitliche Auflösung gibt schließlich an, in welchem zeitlichen Abstand derselbe Ort aufgenommen wird. Die Anfänge der Fernerkundung liegen bereits weit zurück. Erste Versuche gab es mit Fesselballons im 19. Jahrhundert. Ein Kuriosum waren sicherlich die Verwendung von Brieftauben, denen Kameras umgeschnallt wurden. Die militärische Luftaufklärung wurde bereits im Ersten Weltkrieg betrieben und spielte im Zweiten Weltkrieg eine größere Rolle. So wurden etwa neben Spionageflügen auch die Treffer vor und nach Bombenangriffen kontrolliert. Die erste operationelle Satellitensysteme zur Erdbeobachtung kamen dann in den 1970er Jahren auf. Zu nennen wären vor allem die ersten Satelliten der Landsat-Reihe, die bis heute noch bestehen und fortgeführt werden. Weitere wichtige Satelliten sind MODIS und die Spot-Serie, die seit den 90ern weiterentwickelt wird. Neue geplante Satelliten sind Aeolus und Biomas von der ESA oder auch die deutsch-europäische hyperspektrale NMAP-Mission. Alles begann in den 1950er Jahren, als der erste Satellit in der Umlaufbahn geschossen wurde, der russische Sputnik. Seitdem wurden ca. 8000 gestartet. Das größte Segment ist dabei die Kommunikation, gefolgt von der Erdbeobachtung. Von den über 4800 sich im All befindlichen Satelliten sind keine 2000 aktiv. Und jedes Jahr kommen weitere neue hinzu. Die meisten ausgedienten Satelliten verglühen in der Atmosphäre, wie etwa die Minisatelliten der DAF-Serie. Doch es gibt auch defekte Satelliten, die im Orbit bleiben. So ist der erste deutsche Satellit Azur seit 1969 immer noch da draußen. Hinzu kommen Überreste von Trägerraketen und weitere beschädigte Satelliten.
Dieser Weltraumschrott wird ein zunehmendes Problem. Prominentestes Beispiel ist wohl der 8 Tonnen schwere Envisat. Groß wie ein Schulbus zieht er seit 2012 unkontrolliert seine Bahnen. Es wird geschätzt, dass über 600.000 Teile um die Erde kreisen, die größer sind als 1 cm. Kleinere Teile sind weitaus häufiger. Sie fliegen dabei mit einer Geschwindigkeit von bis zu 28.000 km pro Stunde und bilden gefährliche Geschosse. Es ist also eine große Herausforderung, Kollisionen zu vermeiden und Lücken für zukünftige Starts zu finden. Wir haben gelernt, dass die Erdbeobachtung einen großen Stellenwert in der Raum- und Satellitentechnik hat. Das aktuelle Erdbeobachtungsprogramm der Europäischen Union trägt den Namen Copernicus. Es hat das Global Monitoring for Environment and Security Programm ersetzt und ist ein Gemeinschaftsvorhaben der Europäischen Kommission, der europäischen Mitgliedstaaten sowie verschiedener Partner. Es gilt dabei der Ansatz, dass die gesammelten Daten aktuell frei verfügbar und für jeden zugänglich sein sollen. Die Geodaten bieten dabei eine weite räumliche Abdeckung auf unterschiedlichen Ebenen. Die Ziele von Copernicus sind erstens der Aufbau einer modernen und leistungsfähigen Infrastruktur für Erdbeobachtung und Dienstleistungen der Geoinformation. Zweitens die kontinuierliche Erfassung des aktuellen Zustands der Erde sowie die zeitnahe Bereitstellung von Daten. Und drittens schließlich die Archivierung, Aufbereitung und gezielte Auswertung von Fernerkundungs- und In-Situ-Daten sowie die Erstellung von Datenprodukten. Das Copernicus-Programm gliedert sich in 6 Kerndienste oder Services. Es geht um die Überwachung der Atmosphäre, der Meeresumwelt, des Klimawandels, aber auch um Sicherheit und Katastrophen- und Krisenmanagement. Ein weiterer Aspekt ist der Copernicus Land Monitoring Service, der Landüberwachungsdienst. Auf diesem wird in unserem Kursteil der Fokus liegen. Der Copernicus Landüberwachungsdienst teilt sich in 4 Hauptelemente. Globale Datensätze decken mit relativ grober Auflösung die gesamte Erde ab. Paneuropäische Produkte unseren Kontinent. Hier sind vor allem die Corinne-Landbedeckung und Landnutzungsinformation und die High-Resolution-Layer zu nennen. Noch feiner aufgelöst sind die lokalen Daten, zu denen etwa der Urban Atlas gehört. Hinzu kommen noch in situ Referenzdaten wie etwa digitale Höhenmodelle und Bildmosaike. So werden Geodaten auf unterschiedlichen räumlichen Elementen gesammelt und entsprechend bereitgestellt. Zu Copernicus zählen auch die Satelliten der Sentinel-Flotte, hier einmal nach Jahren sortiert hervorgehoben. Die ersten 4 Sentinels befinden sich bereits im Einsatz. Sentinel 1, Sentinel 2, Sentinel 3 und Sentinel 5P. Sie bilden die ersten einer Reihe von Wächtern. Weitere wie Sentinel 4, Sentinel 5 und Sentinel 6 werden folgen. Der Fokus dieser Lehreinheit soll auf Sentinel 2 liegen, also der optischen Fernerkundung. Der erste Sentinel-2-Satellit wurde 2015 in die Umlaufbahn gebracht, an Bord einer Vega-5-Rakete, gestartet vom südamerikanischen Weltraumbahnhof Kourou. Das Satellitenpaar, also genannt A und B, umkreisen die Erde in einem polaren Orbit in einer Höhe von etwa 786 Kilometern. Die multispektralen Bilder von Sentinel-2 haben eine maximale räumliche Auflösung bzw. Pixelgröße von 10 Metern und erlauben je nach Breitengrad Aufnahmen mit hoher zeitlicher Wiederholrate von 2 bis 5 Tagen. Mithilfe von Infrarotaufnahmen können etwa für das menschliche Auge verborgene Features sichtbar gemacht und für ein Land- und Vegetationsmonitoring verwendet werden. Freie Satellitendaten sind bereits seit einigen Jahren verfügbar. Als Beispiele sei die Landsat-Serie und MODIS genannt. Die europäische Sentinel-Reihe führt diese Politik nun weiter fort, wodurch eine große Zahl an Nutzern erreicht wird. Dementsprechend ist die Anzahl und Menge an Downloads in den letzten Jahren enorm angestiegen. Doch es werden nicht nur Bilder aus dem Weltraum gemacht. Durch LiDAR bzw. Laser- und Radartechnologien kann die Geländehöhe bzw. Oberfläche ermittelt werden. Digitale Geländemodelle, hier das
dargestellte SATM-Modell erlauben den Schritt von der zweidimensionalen Betrachtung hin zu 3D-Analysen. Das lokale Relief bzw. die Topografieinformationen wie Höhe über normal Null, die Hangneigung oder Ausrichtung liefern somit zusätzliche Auswertemöglichkeiten. Satellitendaten bilden, zumindest zu einem gewissen Maße, die Grundlage für eine Vielzahl an kartografischen und geografischen Produkten. Neben der Fernerkundung spielen auch andere offene Geodaten eine immer größere Rolle. Hierzu zählen zum Beispiel die Daten der bereits angesprochenen Korin Landcover zur Landbedeckung bzw. Landnutzung, der ebenfalls aus Satellitendaten abgeleitet wurde und in mehreren Zeitschritten seit 1990 verfügbar ist. Somit lassen sich Veränderungen der Landschaft standardisiert analysieren. Auch diese Daten stehen frei zur Verfügung und können für europaweite Untersuchungen genutzt werden. Ein wichtiges Produkt ist schließlich die topografische Karte, bzw. die Karte, wie die meisten sie kennen aus Online-Diensten wie zum Beispiel OpenStreetMap oder die BKG Top Plus Web Open, hier rechts zu sehen. Auch hier werden zur Herstellung und Aktualisierung Fernerkundungsdaten verwendet. Für die geforderte Genauigkeit kommen jedoch meist Luftbilder zum Einsatz, die von Flugzeugen aus aufgenommen werden. Sie besitzen eine hohe Auflösung von wenigen Zentimetern und gleichzeitig eine große räumliche Abdeckung, wie sie nur die Fernerkundung bietet. Wie Sie sehen, bildet die Fernerkundung die Grundlage für eine Vielzahl an räumlichen Daten und abgeleiteten Produkten. Durch die wachsende Menge all dieser räumlichen Daten und frei verfügbaren Informationen ist es wichtig zu wissen, wie man sie nutzen kann und dieses Wissen zu vermitteln. Dies beinhaltet das Finden, Aufbereiten und Analysieren und Verstehen der Daten. In diesem Zusammenhang bietet OpenGeoEDU umfangreiche E-Learning-Angebote mit Schnittpunkten zu Studiengängen mit Raumbezug. Es soll vor allem der selbstverständliche Umgang mit offenen Geodaten vermittelt werden. Ein zentraler Aspekt ist dabei der Kenntnistransfer unterschiedlicher Disziplinen. Angesprochen fühlen dürfen sich nicht nur Studierende, sondern alle, die ein Interesse an Geodaten haben und ihre Kenntnisse auffrischen und erweitern wollen, beziehungsweise auch in der beruflichen Praxis. Für nähere Informationen besuchen Sie uns doch auf opengeoedu.de. OpenGeoEDU ist ein Verbundprojekt, gefördert durch den Mobilitätsfonds des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur unter Führung der Professur für Geodäsie und Geoinformatik an der Universität Rostock.